Buongiorno! Caffè più buono non ce n'è. Was geht? Was geht? Bei mir, ich schmerz, ich tot. Weil hier so, das muss so bei den seitlichen Baumuskeln sein, irgendwie so Serratus-mäßig. Zwischen den Rippen irgendwas. Ich mache jetzt ja ein bisschen Sport vor Italien. Dann mache ich Klimmzüge. So mein, ich war bei Nummer 74, 75. Klimmzug, glaube ich, oder so. Ohne Pause. Und auf einmal zieht es hier so richtig doll. Boah, und so richtig heftig. Okay. Konnte ich nicht weitermachen. Konnte aber noch so ein bisschen was andere Sachen machen. Das war, wann war das? Freitag war das. Und dann hatte ich immer diesen Schmerz so ein bisschen, der so halb innen Dings, ganz komisch. Und dann niese ich gestern, das tat so weh. Dann niese ich nochmal, dann dachte ich, ich muss vor Schmerz kotzen. Und habe auch keine Luft mehr gekriegt. Und dann gehe ich, das war im Restaurant, dann gehe ich nach Hause, hab die erste Folge mit einem Mask geguckt, hier von Mike Flanagan. Gibt's schon länger auf Netflix. Horrorserie, Miniserie. Vielversprechend anfängt, aber wenn mir dazu dann, wenn ich zu Ende geguckt habe, und dann muss ich wieder niesen. Und das war der, ich habe laut geschrien. Ich habe laut geschrien, so ein Idiot. Das tat so weh, alter Schwede. Egal. Hoffentlich geht das schnell weg. Sonst hätte ich halt erstmal am Freitag meine 100 Klimmzüge gemacht, wie ich sie immer mache. Aber ja. Dann halt nicht. See, sowas zu nervigen Zerrungen oder so? Würde ich sagen. Allora. Ah ja, kommen wir zu Punkt 1. Also irgendwas hier in Punkten verteilt werden oder so, ne? Oder irgendwie sortiert. Kommen wir zum ersten. Oder war das anders schon das erste? Dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zum nächsten Punkt. So einfach nicht zu so welchem, zum nächsten. Ich war ja letzte, vor 2 Wochen oder so eingeladen bei dem Bewegtbildbanausen offiziell, weil ich ja sonst immer so Ersatzguru bin. Guru? Ersatzhaini bin. Weil ich immer auch, ne, tagsüber Zeit habe halt. Meistens und immer viel Schrott gucke und schnell das dann machen kann irgendwie. Also ist einfach mit mir sozusagen. Und danach war es zufällig genau das wieder eingetreten, dass die nicht konnte. Und ich dann mit Gästen eine Folge allein gemacht habe. Und die ist jetzt Freitag erschienen. Ja. Zieht's euch rein. Zieht's euch rein. Dominik, hast du die gehört? Wenn du, also ich weiß, wenn du dann da bist oder irgendwann. Weil da ja Pieces drin, habe ich besprochen. Weil ich den gesehen habe, weil du den ja da drin hattest und nicht so Lust drauf hatte. War genau das Passende. Und ansonsten Bildbanausen das. Dann der Bash hat angefangen von den Bewegtbildbanausen. Ciao Dominik, buongiorno. Noch nicht. Okay, aber hast mitbekommen, Pieces. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ah ja, der Bash hat angefangen, beziehungsweise glaube ich nicht der richtige Bash, nee. Ah, da ist es ja dann auch. Aber es ist erstmal so eine Vorvorrunde gewesen, so eine Qualifikationsrunde noch. Nations League quasi. Spannender bestimmt als Nations League oder so. Oder wichtiger. Ja, da könnt ihr schon gucken. Jetzt ist es mit Video. Also, weil da auch Aufgaben sind, wo man sehen muss für. so eine bescheuerte Beschreibung von mir. Deswegen könnt ihr euch da reinziehen. So wird das dann auch laufen. So wie jetzt da diese Vorrunde abgelaufen ist. Mit zwei. Ne, der eine ist ja Praktikant. Dennis. Und gegen Hülya. Die. Also nur. Ne, ausschließlich Zuhörerin ist. Selber kein Content kreiert oder so. Und Dennis glaube ich auch nicht. Also der ist aber auch Praktikant halt, hat das schon was mit denen zu tun. Und auch Fan der ersten Stunde, so glaube ich, wie ich so mitgekriegt habe. Sind wir ja alle. Wo ich jetzt M hasse. M wie McDonald's. Einfach gut. Das M ist einfach. Tut mir leid, Dominik. Ich dachte, ich bin noch alleine, aber du bist ja da. Ich glaube, das war's erstmal. Hast du. Ah, nee, du guckst ja nicht im Kino.
Da hat er jetzt vielleicht Dark Glasses geguckt, Occhialineri. Der ist ja jetzt seit letzter Woche im Kino. Letzte Woche? Oder diese Woche? Weiß ich nicht. Aber du hast irgendwas anderes geguckt von, du hast Trauma geguckt von Dario Argento, habe ich gesehen. Fandst ihn sehr gut. Hast du ihn das erste Mal gesehen? Sah so aus. Ich vergesse ja auch immer manchmal diesen Rewatch-Button da. Ich habe nämlich. Kriege ich mir. Okay, bin ich gespannt, wie du ihn findest. Und Trauma habe ich noch nicht gesehen auch. Habe ich nicht gesehen. Also ich glaube nicht. Das ist zum Beispiel einer, der mir noch fehlt, aber da freue ich mich auch drauf, weil der auch noch ganz gut sein soll. Und scheint ja zu bestätigt zu sein, so wenn du den auch gut findest als Argento-Fan. Ja, erstes Mal. War sehr gut, weil ich weniger erwartet habe. Ja, und das ist ja bei den neueren Argentos so. Also jetzt auch, ich hatte ja, ah ja, bei der offiziellen Einladung bei den Banausen hatten wir ja über. Ich muss jetzt voll überlegen, da war noch ein Argento-Film gehabt oder nicht? Ach ja, Quattro Mosche, Die Voluto Grigio hatten wir, genau. Und das ist ja auch, da habe ich glaube ich noch gut Punkte gegeben, aber es ist natürlich einer der für mich schlechteren oder nicht so guten Argento-Filme. Also der weniger, am wenigsten guten Argento-Filme aus den 70er, 80ern. Ne? Und danach halt die 90er und 2000er sowieso, wurde es ja so ein bisschen kribbelig. Kribbelig. So ein bisschen kribbelig. Kribbel, kribbel. Aber jetzt fällt mir natürlich der Name wieder nicht ein. Von dem Argento-Film, den ich zum Beispiel gut fand, sehr gut fand aus der neuen Ära. Sehr, sehr gut, auch was Giallo angeht, einfach so direkt. Also nicht, dass das mysteriöse, transzendentale Blablabla, was er dann hinterher gemacht hat mit Suspiria, seine andere Trilogie, sondern dann wieder Giallo-mäßig zurückkam. Was habe ich denn jetzt so gemacht? Habe ich Argento als Actor? Ja, als Actor. Nonno Sonno. Ja, Nonno Sonno war es. Ich denke schon. Ah, den hast du gesehen, fandst du den auch gut, ne? Deswegen. Stendhal habe ich gesehen. Ist eigentlich auch gut. Das ist übrigens. Achso, ihr seht das ja nicht, Entschuldigung. The Stendhal-Syndrom, ne? Ist ja wirklich dieses Realitäts. Das gibt es ja wirklich so, ne? Mehr oder weniger. Also, jedenfalls wird es auch so genannt. In der Psychologie. Mit. Asia Gentile, seiner Tochter und unserem deutschen Thomas Kretschmann. Ja, mir sind aber sofort eingefallen. Das ist der erste italienische Film, der CGI benutzt hat. Italienische Produktion. Auch nicht so gut, aber von der Idee ist er halt mega. Finde ich den halt toll auch und so. Und der Film ist gut auch. Auf jeden Fall. Aber den meine ich ja jetzt nicht. Warte mal, was hast du geschrieben? 3 Punkte? Ja, nicht ganz so gut, aber. Wird wohl auch daran liegen, was. Aber jetzt wollen wir gucken. Was hast du nochmal gesagt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nonno Sonno. Nein, noch nicht. Okay, den hast du noch nicht gesehen. Okay, du greifst dich, weil du auch Angst hast, dann, dass da Schlechte dabei sind, ne? Cardplay habe ich noch nicht gesehen. Sleepless, ja. Nonno Sonno, das ist er. Der ist super. Der ist auch super. Also, der ist richtig. Guck mal, hier sogar André Hecker ist der einzige. Oder ich habe ja so wenig Leute, die ich folge. 3,5 gegeben. Das ist noch so hier Max von Sydow und so auch dabei. Ob das jetzt Sinn ergibt, aber. Ja. Apropos, ich habe jetzt, weil ich verloren, ich habe 100 Follower bei Letterboxd, obwohl ich ja nie Texte schreibe oder nicht mehr, habe ich früher gemacht. So ein bisschen. Und folge nur 15. Ja, irgendwie ist auch egal, ne? Aber irgendwie denkt man manchmal auch so, ja. Ja, ich habe neue Filme hier reingehauen. Das sind meine, die ich im Sommerurlaub gucke, Filme. Weil das so meine Kindheitsfilme sind, nostalgiemäßig. Und dann schaue ich mir die dann manchmal einfach so morgens an, vormittags oder so, wenn in Ruhe bin, wenn alleine, wenn wir schon leicht alle unterwegs sind und ich dann doch nichts zu tun habe und so, dann gucke ich mir die in Italien einfach an. Schön alle auf der Festplatte. Ja. See. Aber zu dem, was ich geguckt habe, kommen wir gleich. Habe ich denn jetzt alles gesagt, so was ich sagen wollte? Ist das die Frage? Um jetzt wieder dran. Irgendwas war noch. Ja, wie gesagt, mit Guest die Folge, Wild mit Banausen. Dann Filmfressen haben auch ein cooles Video rausgebracht. Wozu nochmal? Voll gut. Haben ein cooles Video rausgebracht, aber ich habe keine Ahnung worüber. Ach, Beverly Hills Cop. Beverly Hills Cop. 1 bis 3, komplett. Soll ja auch bald noch was Neues kommen. Bin ich gespannt, wie Tetra. Ach ja, und dann, ich war ja bei, also als ich die offizielle Folge bei Banausen eingeladen war, habe ich ja, hat Guess Link gebracht und dann dachte ich, den muss ich mal wieder sehen.
Ich kann mich dann nur noch an ein Bild erinnern, aus der Kindheit und so. Und dann hat meine Mutter das Cover gesehen von dem bei Instagram oder so, die Werbung oder so. Und sagte dann, ich hätte da mega Angst gehabt als kleines Kind. Habe ich das letztes Mal schon erzählt oder so? Wer weiß, ich weiß es nicht, vielleicht. Mega, mega Angst gehabt und so. Und ist ja klasse, Affe, mysteriös, bla bla. Und dann wollte ich noch mehr erst recht. Und hatte ja auch erzählt mit dem Mediabook und so, dass ich es cool fand und so. Und ich sollte mal nicht immer so viel plappern, denn was ist Samstag angekommen? Das wunderschöne, edle, sexy Mediabook Link der Butler mit Elisa Bichu und der Stamp. Terence Stamp. Habe ich Terence gesagt? Wegen dieser Akzente schwierig zu sprechen. Was die anderen machen an Italiener, muss ich dumm Französischen machen. Und die Tagline ist geil. Als man der Menschheit die Herrschaft über das Tier gab, vergaß man, Link davon zu erzählen. Dudum. Ja. Schön mit der Texte hier ohne Ende, Blu-ray DVD. Richtig sexy. Habe ich von den Bewegtbonbons gekriegt. Dankeschön. Mega, hab mich voll gefreut. Voll cool. Finde ich auch voll schick, das Ding. Werde ich natürlich berichten jetzt. Ich habe ihn gestern schon gesehen. Auf der Leinwand. Mit meinen Geschwistern. Aber erzähle ich nächstes Mal. Ich habe jetzt zu viel Filme heute und überhaupt und. Ja. Genau, da ist das. Und jetzt sind keine Leute, wenn ihr sagt so, ja, da guckt doch Twin Peaks. Wieso hat er mit einer Mass angefangen? Weil Twin Peaks, so bescheuert es klingt, ist für mich so eine gucke ich tagsüber Serie. Mit einer Mass habe ich jetzt angefangen, muss ist mir jetzt egal, welche Tag ist, aber dann eher so abends Ding. Ist bescheuert, ich weiß. Aber die Atmosphäre, irgendwie ist das für mich so eine Tagsguckserie. Oder im Sommer so ganz spät abends, dann so, aber dann so hell, bla bla. Twin Peaks. We will see. We will see, mon ami. Sonst habe ich, glaube ich, nichts. Da habe ich eine News gesehen, ne? Alter, News. Jetzt komm mal hier. Das ist ja echt crazy. Erstmal, Ezra Miller wird jetzt nach dem offiziellen ersten Flash-Film wird nie wieder die Rolle des Flash-Meme. Glaube, liegt daran, weil er da immer noch dieses Theater hatte. Egal, interessiert auch keinen. Dann Guy Ritchie hat ja Aladdin gemacht und jetzt macht er Live-Action Herkules. Ja. Da haben wir schon den besten eigentlich hier von Sam Raimi produziert. Kevin Sorbo. Herkules. Ach, die Serie habe ich so geliebt, ey, echt. Weil da einem schon so, damals, als ich die geguckt habe, war mir nicht bewusst, dass eine Sam Raimi und Tanz der Teufel kannte ich da wahrscheinlich noch nicht mal. Natürlich nicht. Und das alles. Und die Nachrichten denken so, ja, genau. Da waren ja auch Bruce Campbell alle drin. Und Shocker, Ted Raimi und so. Oder Joxer, wie hieß der nochmal? Da weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal wieder gucken. Weil die diesen Charme hatte. Mit diesem Humor, dieses so ein bisschen Comichafte. Trotzdem irgendwie so leichten Horror oft. Ne? Also, und dieses Verspielte mit der Kamera und so. Und das hat einem voll gefallen schon. Ohne dass man dessen bewusst war. Voll geil. Die lief immer sonntags, glaube ich. Ne? Erst Herkules, dann Xena. Das war ja auch bescheuert, ey. Ja, den muss ich noch sehen. Er hat doch zwei gemacht, auch Kotzi, oder? Und sogar zwei mit Fariño. Und wie findest du die? Hast du die gesehen? Machen bestimmt Spaß einfach, oder? Ja, zwei. Ja, die gucken wir, die gucke ich irgendwann auch. Unbedingt. Auf jeden Fall ist er ein super Herkules. Nur Fariño ist ja auch Riese. Gut trainiert. Auf jeden Fall besser bestimmt als Schwarzenegger dann im einen Ding. So, Wonder Woman. Interessiert auch keinen. Dann. Jetzt kein Blackfacing, sondern andersrum. Latino to. Also Whitefacing dann oder so, ne? So, eine Latina spielt jetzt Marilyn Monroe, aber sie sieht Ana de Armas hat schon echt so den Charme. Also die Bilder sehen schon echt heftig aus. Gibt es hier mehrere dazu? Ach, das ist schon der Trailer raus, oder was? Ach, dann gucken wir den gleich. Ah, nee, das ist jetzt blond. Egal. Das ist bestimmt irgendwas. Dann Dakota Fanning. Du, Dominik, als Dakota Fanning-Fan. Dakota Fanning-Fan. Wirst dich freuen. Also, hast du denn Equalizer geguckt, die Filme? Ich habe ja die Podcasts auch dazu gemacht. Mit
zum ersten Teil mit. Mit Christian vom Filme zum Dessert. Nein, jetzt da aber. Jetzt da aber. Die spielt wieder mit Dakota Fanning im dritten Teil. Im zweiten war sie nicht. Ach, wir haben beide besprochen auch. Equalizer 1 und 2, glaube ich, ne? Dann, okay. Und das ist jetzt das erste und dritte Teil, Alter. Ich bin gespannt. Locker flockig. Dann haben wir hier. Ryan Gosling, Guy Rosling, wollte ich sagen. Guy Rosling. Ja, wahrscheinlich Gay Rosling. Gay Rosling. Haben wir hier als Ken. Das wird so crazy. Margot Robbie und das wird crazy. Dann wird es noch crazier. Neil Blomkamp to direct Gran Turismo Live-Action-Movie for Sony. Jetzt kommt nichts Kreatives mehr. Jetzt kommt dann. What? Na gut, die haben das schönste Auto, was es gibt hier, den F40. Also, ja, auf jeden Fall ein geiles. Bestimmt, auf jeden Fall das schönste der 80er. Ja. Was macht er da? Animiert er alle Autos oder was? Damit da so geile Crash und Sachen passieren und Kamerafahrten und so. Why not? Dann macht er mal was anderes und so. Vielleicht wird es ja auch so, wenn das geil inszeniert ist und besondere Art und so. Who knows? Nur die Nase knows. Lady Gaga in Talks to Play Harley Quinn. Es kommt ja auf jeden Fall ein Sequel zu Joker. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesagt oder irgendwann mal, ne? Auf jeden Fall, beide sind dabei. Da war ja schon dieses Skript, hat er so hingelegt. Joaquin Phoenix ist dabei wieder, weil das ja auch nicht so klar war. Und so, jetzt startet gleich Besprechung. Vielleicht bis später wieder. Okay, ciao Dominik. Danke, dass du schon mal da warst. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hörst du mich ja auf YouTube oder so. Saluti. Aber Lady Gaga, ganz ehrlich, ja, sie passt jetzt optisch und von Art und allem. Aber irgendwie, das hört sich jetzt verrückt an. Total verrückt. Lady Gaga ist für mich irgendwie, hat die gar nicht so eine Ausstrahlung. So irgendwie überhaupt nicht. Bei ihr fehlt mir voll viel. Wenn die immer in Filmen auftritt, denke ich immer so, ja, okay, das ist Lady Gaga. Und jetzt? Es kommt für mich immer so wenig rüber. Nicht, dass sie, jetzt hat sie auch ganz gut gespielt und alles in dem Film, aber so, okay, halt. Aber mir fehlt da voll viel. Und das meine ich jetzt nicht nur filmtechnisch, auch schon so bei der Musik. Die war nicht umsonst immer so crazy und wild angezogen und alles geschminkt und übertrieben, weil die nicht so viel hat sonst. Außer ihr Megatalent. Also die hat's voll drauf. Das schon. Ne? Also wenn die da damals, als die Paparazzi da auf dem Klavier gespielt hat und so live und gesungen hat und so, das ist schon geil und so, ne? Aber jetzt so von allem, so optisch und so, ist es nicht so der, dass ich sage, okay, das ist ein Star. Bescheuert eigentlich, ne? Weil sie eigentlich so. Was ist sie? Ist sie nicht so eine der neuen Madonna quasi gepriesen irgendwie? Naja, so ist es halt für mich. Vielleicht ist es auch komisch. So jetzt hier auf dem Bild auch. Auch in der Serie hier, wie hieß sie? American Horror Story. Ging es so einigermaßen. Die war kurz und knackig und musste ja so eine hohle Birne spielen. So, Glass Onion. So heißt der. Glass Onion? Gläserne Zwiebel oder was? Und dann Schicht für Schicht, wie das der Fall in. Ja, gut, what the fuck, Alter. Die Nuke Movie, ja, wissen wir, The Boys, das ist ja jetzt hier. Ist ja in aller Munde. Jetzt habe ich schon wieder. Ich hatte dann Lust, The Boys zu gucken jetzt, wegen Jensen und Ackles. Jetzt habe ich wieder keine Lust, weil das im Moment so alle drauf abgehen. Also, ich habe angefangen, erste Folge Midnight Mass. Ich habe angefangen, Stranger Things, die ersten Folgen, vier Folgen habe ich gesehen. Ich habe gesehen, ich habe noch gesehen. Scheiße. Midnight Mass die erste und Obi-Wan Kenobi die erste, die schon mal scheiße war. Sorry, Alter. So. Also gut war die nicht. Sagen wir es mal so, die war nicht gut, ey. Ganz ehrlich. Das war noch nerviger, egal. Kommen wir da auch, wenn ich die Serie zu Ende geguckt habe, drauf. Dann erscheint jetzt, warte mal, jetzt Freitag. Erscheint die Folge WQF, bevor ich es vergesse, mit Hakan, Michael und mir. Zu Gast wird sein The Drop Mag. Tom. Besprechen werden die Filme KGF 1. Und jetzt ganz, ganz spannend, ganz, ganz spannend. KGF 2. Heute bin ich so ein bisschen in so einem zynischen, ironischen Idiotenmod.
Ich würde mir sehr, wenn ich mich jetzt so sehen würde, würde ich sehr sagen, klatsche mal eine, also musst du mal eine klatschen. Also würde ich verstehen. Ups. Bam, bam. So, ah, Manu. Manu, 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 Manu. Manu, 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 Manu. Wie kriegt jetzt Manu hier rein? Manu, 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 Manu. Was ich geliked? Nee, was ich gedingst habe? Komm, ich geh mal hier, bevor ich hier irgendwelche Texte freistelle. Manu, wie heißt denn nochmal Manu, das Ding, was er gemacht hat? Wisst ihr das? Der hat doch jetzt einen ganz neuen. Ich gucke aber irgendwann im Feed, finde ich den, oder? Ich wollte nämlich aber den Kanal vorstellen. Movies of the Multiverse. Coole Idee, Baby. Ich rede heute echt so ein bisschen Scheiße. Da. Manu hat mit dem Kumpel, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der heißt, was da steht hier. Manu und Freddy. Der auch anscheinend nett ist. Haben einen neuen Kanal. Hier, Movies of the Multiverse. Immer mit Unterstrich getrennt. Unbedingt anschauen. Richtig witzige. Da muss man so schmunzeln. Und das kenne ich noch nicht. Wahrscheinlich gibt es das auch schon irgendwo. Irgendwie gibt es ja alles schon. Aber die basteln hier immer diese Plakate. Jetzt hier der neue Film Spiderhead ist ja raus. Spiderhead. Und dann Jake Gyllenhaal hier in. Wie heißt der nochmal? Scheiße, Film ist nicht ein. Oder. Footloose hier, Saw und. Oder Saw und ja, Footloose halt. Und so weiter. Eine 13-PO hier mit Metropolis. Also reinziehen. Sind immer lustig. Macht Spaß. Hat man immer, lacht man da irgendwie drüber. Ich weiß nicht wieso. Ist einfach so voll gut hier. Light hier. Richtig gut. Bad Boys mit Freddy vs. Jason. Reinziehen. Kann man nochmal selber was zu sagen? Was ist denn hier? Stell das hier vor. Hab ich noch gar nicht gesehen. Oh, ich muss den Ton anmachen. Of the Multiverse. Ich mache das zusammen mit dem Freddy, einem langjährigen Freund. Wir machen einfach aus Spaß einfach lustige Filmplakate, verbinden einfach zwei oder drei. Hä? Ach so, war das schon irgendwie. Na egal. Aber ja, ich hab's ja erklärt so, ne? So, das halt. Auf jeden Fall reinziehen. Capisci? Capisci. So. Was geht jetzt noch? Jetzt Filme, ne? Ich spreche mal Filme des Todes her. Ach, erstmal sag ich, was ich noch gebraucht habe. Hier sind Trailer. Aber wir gehen mal auf YouTube. Morgen, nee, übermorgen erscheint Sin City 2, A Dame to Kill For, der Podcast mit Ralf. Diesmal sind wir ausführlich und haben die Filme auch gesehen vorher, bei hier hatten wir den noch nicht gesehen. Also, natürlich kennt man die Filme schon, aber haben nicht ganz geschafft vorher. Das merkt man vielleicht auch ein bisschen, nee, wir sind auch so ein bisschen locker drauf eingegangen, aber jetzt durch den Vergleich, wenn jetzt der Sin City 2, der Podcast. Da reden wir quasi auch viel über Sin City 1, weil wir halt über die Unterschiede sprechen, wieso der eine vielleicht schlechter oder besser ist und so. Der ist ganz spannend. Boah, muss man reinhören. Kommt Mittwoch raus. Erscheint Mittwoch. Dann. Ja, Sin City 1 halt und so. Und das war's. Oh, guck mal, hier bin ich. Alessandro Gemma Volante. Guck mal, und gleich kommt immer dieses Vorschaubild zufälligerweise an der Stelle, wo die beiden Banausen sind. Sie. Ich muss mal gerade auf Toilette. Ich muss pinkeln jetzt. Entschuldigung, Pause. Pause, Pause. Guck, es kommt alles mit Alessandro hier. Das, aber hier bin ich nicht. Also, was so passt zu. Cinema Volante meine ich. Alessandro, ja. 2 Jahre bestehen, Risse des Todes. Nein, wir machen mal. Gerade wenn ich. Morgens, in aller Ruhe, stehe ich auf. Erstmal Kaffee. Dann gibt es live auf Twitch. Buongiorno, mal sehen, was heute so geht. Dort spreche ich über mein Filmtagebuch, lerne, wie man richtig Namen ausspricht. Daniel Brühl. Gucken, was es Neues bei mir gibt. Film- und Serien-News und gucken zusammen Trailer. Außerdem Podcast, den knackig kurzen Podcast. Nein, schon so spät, ich muss ins Kino. Ach ja. Guck ich halt zu Hause. Serien und Filme zum Lachen,
zum Gruseln, Spannende und zum Weinen. Und dann schreibe ich das Skript. Ab ins Studio! So, kannst du losgehen? Licht ist noch ein bisschen dunkel. Fuck, diese Kabel hat irgendwie alles kleben. Was ist denn jetzt? Abonniert mich auf YouTube, Spotify, überall wo es Podcasts gibt. Lasst uns. So. Scusate. Scusate Tantrenate. So, wollen wir dann belabern, was ich geguckt habe? Unbedingt. Okay. Last Supper habe ich auch bei den Banausen. Habe ich bei den Banausen besprochen. Ist halt ein Film, den ich damals euch zorn. Ich meine, hört rein in die Folge. Aber das war so ein Weinfilm für mich. Schön gemütlich und so, der hat Spaß gemacht. Der hat so eine Gemütlichkeit ausgestrahlt. War so locker flockig halt. War den jetzt beim Wiederschauen so ein bisschen enttäuscht, was man hätte noch draus machen können, so leicht, aber ja. Ja, aber wir sagen jetzt, was wir geguckt haben. Nummer 1. Guarding Tess. Kannte ich schon. Wollte ich nochmal gerne gucken. Nicolas Cage, noch vor seinem Oscar. Vor seinen großen wilden Filmen. Er hat zwar schon Mondsüchtig und so weiter gemacht, und aber er hatte noch nicht so einen richtigen Brecher, den er halt bekommen hat, durch den Oscar gewonnen. Hat irgendwie keiner gesehen, so richtig, glaube ich. Aber eine schlechte Bewertung, der 2,8. Und der ist mit Shirley MacLaine. Und tolle Schauspielerin. Kennt man auch The Apartment. 1000 andere gute. Es fällt mir gerade keine ein, oder die Namen fallen mir nicht ein. Ja, Mitty Blabla war sie, Being There, Bernie, ja, blablabla, aber hier, ja, blablabla, nee, da war noch was anderes Gutes. Ja, super, puh, das und Gambit sogar, Das ist auf jeden Fall eine tolle Schauspielerin auch. Mag ich voll gerne. Shirley MacLaine kann man nur lieben irgendwie, oder? Was sagt ihr dazu? Ocean's 11. Cool. Ist auch ein süßes Foto irgendwie. Sie spielt Shirley MacLaine, ist die Witwe des US-Präsidenten. First Lady, also Ex-First Lady quasi. Der Typ ist gestorben, Herzinfarkt. Sie ist jetzt dann irgendwo, wohnt sie auf dem Land, schön mit Golfplatz allen drum und dran, im Häuschen und wird bewacht von so einem riesen Team, die auch immer da sind. Mit Überwachung, allem drum dran, Kamera, dies, das. Und der Leiter dieser, des Secret Service Trupps da, ist halt Nicolas Cage. Und Nicolas Cage wird am liebsten wieder, war ja, als der Mann noch gelebt hat, war ja der Aufpasser, der Bodyguard quasi, der Secret Service Man vom Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also das Höchste, was wahrscheinlich so ein Aufpasser-Job da, das Höchste, was erreichen kann. Das wird natürlich wieder. Er würde am liebsten dann jetzt, weil, wieso soll ich jetzt die Dame, die jetzt ja quasi nicht mehr so wichtig ist, da bewachen, oder denn jetzt vielleicht nichts passiert, die keinen so interessiert, bewachen, wenn ich den Präsidenten bewachen könnte. Weil jetzt natürlich der Vizepräsident zum Präsidenten wurde und der auch Shirley MacLaine viel zu verdanken hat und sie mag. Und dann auch immer mal ab und zu telefoniert mit Nicolas Cage und sagt so, nee, du musst bei der bleiben, sie ist super. Pass auf sie auf und so. Denn sie will, dass er bleibt irgendwie. Aber es ist so eine Hassliebe. Shirley MacLaine ist so eine richtig kleine, wie soll man das beschreiben, ohne jetzt irgendwie zu fies zu werden, so eine alte Zicke. Die alle nach ihrer Nase irgendwie rumtanzen lässt. Und daheim im Zimmer ist, von ihm auch gerne das Frühstück bringen lässt und dann mit ihrer Rose drauf und bla bla, aber nie antwortet und auch nicht so, oder dann trotzdem immer für sich ist, die
Witwe des Präsidenten. Des Ex-Präsidenten. Ja, und jetzt kommt es halt dazu, so viel passiert halt nicht in dem Film. Das ist vielleicht das, was die meisten enttäuscht haben kann. Es geht halt so ein bisschen nur so um diese Beziehung. Ne? Dass sie ihn stört, halt irgendwas Besseres zu sein und er halt gelangweilt ist und der ganze Trupp da zu sein. Unter anderem sind auch so ein paar tolle Schauspieler dabei. Aber wie heißt der Typ von, das weiß ich natürlich nicht. Harry Lennox vielleicht? Nee, ja, der ist auch dabei. Aber der, ich weiß nicht mehr jetzt, wie er heißt. Ja, ist auch dabei. Jetzt klinge ich einfach nur ohne, jetzt habe ich schon wieder auf den gleichen, glaube ich, geklickt. Ja, wie heißt denn der von, ich weiß nicht mehr, wie der die Figur heißt. Der Waffener aus Police Academy. Der ist auch dabei. Zum Beispiel. In dem CIA-Trupp. So, dann, was soll man da, ich kann nicht so viel erzählen. Sie haut auch mal ab. Das spricht, die gehen irgendwo hin. Zum Beispiel in den Supermarkt. Und das ist richtig witzige Szenen sind das. Dann sind zwei Secret Service-Leute bei ihr. Nicolas Cage steht dann woanders bei dem Filialleiter des Supermarktes. Und dann fragt der Filialleiter, will sie heute erkannt werden oder nicht? Weil sie dann auch so ein Kopftuch trägt und Sonnenbrille. Sie möchte nicht erkannt werden. Und dann sagt der Filialleiter zu allen an der Kasse, heute will sie nicht erkannt werden. Und so, und das ist richtig witzig. So, ne? Weil jeder weiß, sie läuft mit 10 Männern so da durch. Und dann steht sie so an den Dosen, an den Erbsendosen am Regal und sagt so, hier steht kein Preis dran. Dann der Secret Service-Typ neben ihr so, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Bodyguard, keine Ahnung. Nicolas Cage. Der Preis für die Erbsen. Ja. Und dann fragt der Filialleiter, der Preis für die Erbsen, 2:1 Angebot. 2,50 Euro. Okay, 2:1 Angebot, 2,50 Euro. Und dann der Typ bei ihr, 2:1 Angebot, 2,50 Euro. Und sie dann so, ich will aber nur eine Dose. Okay. Sie will aber nur eine Dose. Nicolas Cage dann, sie will aber nur eine Dose. Und dann, das ist ein Preis 2:1 Ding, das kostet dasselbe, auch eine Dose. Das ist ein 2:1 Preis, kostet dasselbe, die eine Dose. Das ist ein 2:1 Ding, das kostet dieselbe, die Dose. Will das ihr sagen, der Letzte, und dann ist sie schon wieder weg. Okay, Dosenabteilung, Ende. Sie interessiert sich nicht mehr für Erbsen und so. Das ist schon witzig so manchmal alles. Das ist schon charmant gemacht so, voll schön. Das ist ein ganz ruhiger Film, aber Shirley MacLaine ist super, Nicolas Cage macht Spaß. Ich finde das richtig toll. Und nachher passiert noch eine Sache, die so ein bisschen heftiger wird und die auch richtig kitschig ist. Aber auch nicht so kitschig. Aber richtig kitschig. Aber nicht so kitschig, wie ihr denkt. Aber schon richtig kitschig. Und ich finde dich voll gut. Ich mag den Film voll gerne. Ich mag den so richtig gerne. Wirklich. Der hat so eine schöne Ruhe und den kann man sich so schön angucken. Und dass den auch wieder keiner kennt, so wie jetzt The Last Supper mit Cameron Diaz und Bill Paxton und so weiter, den ich da bei den Banausen gesprochen habe, kannte auch keiner, glaube ich. Kann man sich angucken, ne? Auf jeden Fall. Ich finde den voll schön. Aber wie gesagt, da könnten sie manche langweilen, wenn sie mehr weiß, was für eine Geschichte erwarten. Aber es ist eine ganz ruhige. Die sind da draußen, es gibt so ein paar Dialogkabbeleien und das war's. Ne? Ich meine, der Film ist von 94. Guck, da ist die Uhr, das ist die Supermarkt. Ist das Supermarkt Session? Ja, sieht so aus. Ja, ist Supermarkt Session. Aber das ist eine andere Supermarkt Session. War das ja gar nicht so vermummt. Ist hier nochmal irgendwann da reingedüst? Oder war das ganz, ganz am Anfang? Ja, ist auch egal. Kann ich nur empfehlen, den mag ich voll gerne. Guarding Tess. Tess und ihr Bodyguard auf Deutsch. Hab ich mir gemerkt. Wieso auch immer. Ist halt so. Manchmal ist was dran. Habe ich dazu alles erzählt? Ich glaube schon. Gibt es einen Nicolas Cage aus was in diesem Film? Ich glaube nicht. Was sind schöne Momente auch zwischen den beiden und so. So, Dog. Wieder so ein Duo. Dog, Channing Tatums Regiedebüt, hat aber mit einer Lady gemacht, Reid Caroline, und der hat aber, Lady sage ich schon, Alter, ist ja keine, jetzt habe ich gerade an Reid gedacht, das habe ich schon gesehen, ich habe schon geguckt, ob der was gemacht hat oder nicht, hat er nicht, der hat so ein bisschen was geschrieben auch, ne, ich weiß gar nicht mehr was, warte mal, wir können mal gucken, ich kann ja kriegen, produziert, Magic Mike hat er geschrieben, unter anderem. Und deswegen. Und produziert bestimmt noch andere Sachen von ihm. Deswegen hat er gedacht, komm, ich helfe dir. Wir machen jetzt zusammen. Haben wir nie richtig Regie gemacht oder gar nicht. Und jetzt machen wir zusammen. Alle beide zusammen. So, Channing Tatum dieses Jahr wieder am Start. Also nicht nur als Sidekick, wie es jetzt immer im Laufe Free Guy und tausend andere Filme. Als selbstironischer Sidekick. Oder auch schon bei Filmen wie, ich meine schon vorher. Wie ist nochmal dieser Ass-Kick-Film von Soderbergh?
Ich nahm, ich habe alles vergessen jetzt, wie die heißen und so. Selbst da war ja so. Hier spielt er einen Veteran, der so ein bisschen im Arsch ist. Und wir. Ja, am Arsch ist. So mit posttraumatischen Sachen wie zum Beispiel Albträumen. Kann sich nicht konzentrieren, hört zwischendurch. Hat er dies hier, wie heißt das, man? Ach, wie heißt das im Ohr, das Geräusch? Wisst ihr, was ich meine? Die, wenn man so. Sowas alles. Und darf deswegen nicht mehr auch zum Militär. Ne? Also ist jetzt aussortiert, oder wie das heißt. Möchte aber gerne wieder, weil das Einzige ist, wo er glaubt, das ist sein Ding, ich muss da wieder hin. Das ist sein Ding, ich muss da wieder hin. Jetzt bekommt er die Aufgabe von einem, wie heißt das nochmal, Soldatenkollegen, ist nämlich gestorben. Der mit ihm da auch im Krieg war. An der Front war, sagen wir es mal so. Und dieser Hund, den wir hier sehen, um den es geht, der war sein Hund. Beziehungsweise eigentlich so gehörte zur Einheit und hat halt mit, ne, hier geschnüffelt, gedingst, Vorhut, was weiß ich, was sie alles da gemacht haben, angreifen und so, ne, einmal ins Haus lassen und tschu. Ja. Und wenn er diesen Hund jetzt zu dieser Beerdigung bringt, glaube ich 1600 Meilen oder so, ich hab's vergessen, weiter, ne, so Roadtrip-mäßig, dann und ihn danach zu der anderen, zu der Basis in der Nähe bringt, also Beerdigung soll dabei sein, der Hund, und dann zur Basis in der Nähe, dort soll er eingeschläfert werden, weil er halt Kampfhund wäre übertrieben, aber halt so auch ein bisschen, so wie Channing Tatum, oh, werden beide gleich, auch so ein bisschen posttraumatisch, ne, und ich weiß, was los ist, weil getrimmt auf Kampf, Angriff, Krieg, Tod, Angst, Adrenalin und so, und jetzt in Anführungsstrichen ein normales Leben da irgendwie ist, wo alles ja, irgendwie normal ist. Und die beiden verstehen sich natürlich so James Belushi-mäßig, mein Partner mit der kalten Schnauze, am Anfang überhaupt nicht, und es kommen witzige Sachen, sogar die gleichen, so ein bisschen Parallelen, wie er geht weg und der Hund haut halt das ganze Auto zerreißen tut und sowas alles. Zerreißen tut. Voller Wut. Dann kann ich jetzt eigentlich, ja, das ist, also da passiert nichts, also nichts Unerwartetes eigentlich. Keine Sorge, Channing Tatum ist irgendwie oft oberkörperfrei, sehr oft. Also, für die Mädels oder Jungs, wen er interessiert, nackt, auf jeden Fall auch was dabei. Und die lernen sich halt so kennen. Und die Geschichte ist ganz schön, ist auch ganz cool, ist ganz, ganz low und ein bisschen kitschig. Wie gesagt, nichts Überraschendes passiert hier. Ja. Kann man machen. Ist jetzt kein Kinofilm. Nee. Außer du hast ein Date und ein Mädel und die, obwohl, das ist auch egal. Nee. Also zu Hause ist der, kannst du den bestimmt am besten gucken, mal, wenn du Bock hast und Channing Tatum magst, sowieso. Weil da halt nicht viel drin ist, ne? Ja. Das ist ganz witzig, weil er den auch die ganze Zeit einfach Dog nennt. Hund. Hund, komm her. Schon lustig. Aber sonst, ja. Hat nicht diese Leichtigkeit wie ein, obwohl da beides auch drin war, ne? Bei James Partner mit der kalten Schnauze war schon so Humor die ganze Zeit, so leichtes, wann war das denn? War das noch Ende 80er? Gerade so, ne? Oder noch 1990? Egal. Und da kommt es ja auch dann so ein bisschen ernst. Das konnten ja gut diese 90er-Filme und 80er. Auch, dass du so leichte Komödien hast, wo dann aber auch so mal Schraub angezogen wurde, obwohl man wusste, dass alles gut wird irgendwie. Und hier ist beides nicht so richtig da. Das ist so wieder so ein bisschen dieses Moderne, wir machen alles so seriös und irgendwie doch nicht seriös, aber bleiben trotzdem, versuchen wir irgendwie leicht so mainstreamig zu bleiben und dann gut erklärt, oder? Gehen wir zum nächsten Film. Ich mach das mal lieber so. Ja, den haben wir bei WQF beschworen, wer die Folge noch nicht gehört hat, die letzte. Dog, Jurassic World Dominion, habe ich ja in Mal gucken besprochen und jetzt nochmal mit Guess in der letzten, nee, in der Freitagsfolge von den Banausen. Lightyear. Buzz Lightyear. So, Toy Story. Das Spielzeug, was dann vorkam, das Geschenk. So, der Story-Grund, für was da passiert halt in der Geschichte so.
Und jetzt haben wir hier den Film. Und ich habe nur einen Trailer gesehen, ganz am Anfang. Und da dachte ich, wir hätten jetzt, weil es auch so ein bisschen so von der realistischer gemacht ist, ne? Dachte ich, es würde sich so handeln, als wäre in Andy heißt der, ne? Andy. Andys Welt in Toy Story, der Junge, der die Spielzeuge da hat und so, Woody und alle, als wäre in dieser Welt, in diesem Kosmos, würde es wirklich ein Buzz Lightyear geben. So habe ich das gedacht. Bescheid, ne? So habe ich das echt vermutet, weil es erst so realistisch aussah. Ich dachte, das wäre einfach ein Astronaut, der halt so beliebt ist und was Heftiges gemacht hat. Und dann in den Technologien noch gefunden hat und so, obwohl das ja so weit habe ich nicht gedacht, weil die komischen Sachen hat, aber es hätte auch sein können, dass beim Spielzeug einfach übertreiben. Und dass der halt irgendeinen Planeten entdeckt hat, von mir aus ist er der erste Mensch auf dem Mars gewesen oder sowas, weißt du, so. So hatte ich das gedacht. Ja. So wie hier, wenn jetzt hier Armstrong oder von mir aus Michael Jordan oder so, und einer hat die Figur als Spielzeug davon, weil er irgendwas Cooles gemacht hat, weißt du? Das habe ich gedacht. Aber nein, gleich der erste Satz des Films, der da steht, das ist der Film, weswegen Andy das Spielzeug gekauft hat. Quasi, witzigerweise jetzt, doppel, das ist jetzt hier Spiegel vor Spiegel halten, Endlosschleife, ich habe vergessen, wie das heißt, das ist der Film, der dann Merch gemacht hat, den wir in dem ersten Film gesehen haben, der jetzt aber wiederum Film ist für Wiederkinder, die wahrscheinlich wieder Merch kaufen, das da auf dem Film basiert. What? Voll crazy. Ja, und ich fand das sogar gut. Wirklich. Ich fand das gut. Ich habe das gelesen. Es wird ja einfach so reingeschrieben. Sag am Anfang, das ist der Film, weswegen Andy das Spielzeug gekauft hat. Und das ist das Logischste, was es gibt. Das ist irgendwie ehrlich und direkt. Man kann es einfach nennen und man hat sich das so, ja, wir machen das jetzt so, machen wir das einfach. Aber es ist genau das, weswegen Kinder Spielzeug gekauft haben, zu 99%. Weil sie irgendwas im Film, Fernsehen gesehen haben. Ob es Zeichentrickfilme sind, ob es Filme sind, wie damals Star Wars zum Beispiel oder so, die so die ersten Merchandise-Filme waren. Wieso sollte man das dann nicht so hier so ehrlich sagen? Und dann auch gleich direkt natürlich diese Filme auch, die für diesen Merch verantwortlich sind, dann für diesen ersten Hype und so weiter, irgendwie auch homagieren. Ne? Oder? Es handelt sich auch um einen Pixar-Film. Gehört natürlich zu Disney, wissen ja alle. Und da warten ja viele immer viel. Viel Tiefe. Viel Inhalt damit auch. Das noch super kreativ. Am besten verschachtelt in 3000 Schachteln, damit man sich dann darauf einen runterholen kann. Entschuldigung an alle Kinder, Pixar-Leute hier. Das ist ja ein Kinderfilm, ist irgendwie. Irgendwie auch nicht, der funktioniert auch für Erwachsene wieder. Für mich jedenfalls hat er das. Aber ich bin noch nicht erwachsen, scheiß drauf. Was heißt das heutzutage überhaupt noch? Letztens auch. So, das ist so die Frage, ne? Dieses Erwachsenwerden, wann ist der Punkt da? Gibt es den überhaupt? Wann fühlt man sich so? Wann wird man so angesehen von außen? Wie ist die Mischung? Aus welchen Perspektiven wird das überhaupt gemacht? Wie erwachsen bedeutet das nur aus der Sicht der Kinder einfach? Groß? Ich denke ja, wahrscheinlich ist es so einfach. Aber letztens war ich dann im Supermarkt. Und ich werde immer, jetzt mal so, ne? Ich werde immer junger Mann genannt, wenn überhaupt. Ne? Immer. Und da war eine Frau, die war vielleicht so alt wie ich. Wenn überhaupt. Und da laufen dann diese Kinder rum. Mit diesem kleinen Einkaufswagen. Und dann düsen die so rum und so. Und dann sagt die Frau so, lass mir den Mann am Leben. Und es hört sich so bescheuert an. Aber es ist das erste Mal, dass mich einer so Mann, also so, weißt du, so fremde Leute und überhaupt so, oder es war so komisch irgendwie. Jetzt ist es noch komischer wahrscheinlich, dass ich das so bewusst wahrnehme und so drüber nachdenke oder das irgendwie so komisch empfunden habe. Jetzt bin ich alt. Official. Officially old. Ja. Aber bin ich gut. Nämlich Mann. Ich bin jetzt ein Mann. Siehst du, ich habe auch direkt durch meinen Bart wachsen lassen. Also Bart ist gut, ne? Ich kann mir auch nicht, also Johnny Depp war ja schon immer wenig, das hat er ja selber immer gesagt. Deswegen hat er auch immer diesen dass er überhaupt keinen Bartwuchs hat und so ein bisschen, ne? Aber bei mir ist noch weniger, glaube ich. Bei mir ist echt so, ne?
Also, ich habe hier nicht rasiert und hier nicht. Hier sieht so aus und da sieht so aus. Man sieht gar nichts. Witzig, ne? Also, ich habe nichts gemacht und so. Da kommt auch nicht viel so. Das sind ein paar Härchen so. Damit das wisst, Bescheid wisst. Hier haben wir auch einen gut rasierten Mann mit einem riesen King, mit seinem King-Grübchen. Und jetzt muss ich ja die Geschichte erzählen, ne? Ich habe eigentlich so ausgeholt mit Pixar und was man erwartet. Ach komm, egal. Kommen wir schon irgendwie drauf. Der Film beginnt halt nicht, wie ich dachte, eben das mit dieser Andy, mit dem Satz und so. Und dann halt auch so, dass die auch gar nichts mehr mit der Erde zu tun haben. Die sind nämlich unterwegs, alienmäßig. Mit einer ganzen, oder auch so ein bisschen jetzt wie hieß denn der Film nochmal mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt? Da, wo die unterwegs sind mit diesen ganzen, so auch ein bisschen. Ist er und Dame unterwegs mit tausenden von Menschen an Bord, die diesen Kryoschlaf, diesen Tiefschlaf da sind, diesen gefrorenen Blabla, um neuen Planeten zu finden, wo sie leben können. Und wir sehen dann, wie sie beim ersten Planeten, also wie sie beim Planeten anhalten. Anhalten. Tiet. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Anhalten und dann. Und der ist halt voller Monsterkäfer, Riesenlilianen, die einen so greifen wollen. Und dann meint er natürlich, okay, hier sind zu viele Gefahren, hier wollen wir nicht leben. Und dann fighten die und das ist richtig geile Action. Genau, und ich freue mich voll. Das finde ich voll geil. Ich dachte, ja, das ist ja richtig geil, Abenteuer. Der ist ja voll drauf, ist der mega Held und genau das. Weswegen sich ein Kind ein Spielzeug kauft und so. Und dass der wirklich ein cooler Dude ist. Einfach so mega perfekt cool. So, also eine Superman-mäßig. Dann wollen die halt losfliegen mit dem Riesenschiff auf der Flucht vor diesen Tentakelarm und den riesen Insekten, die so ein bisschen erinnern an Ralf Reichts. Da sind so diesem ein Videospiel, was so ein bisschen an Metroid erinnert. Und da kämpfen noch diese mega realistischen Fighter, ne? Anführend die Frau da, diese Samus-ähnliche Tante, gegen so Monsterkäfer, die so leuchten. So, er hat das ein bisschen erinnert irgendwie. Ist ja auch Pixar. Jetzt noch ein Stück Espresso. Ja. Das tut schon weh hier. Das zieht so richtig. Huh. Ich habe so Angst, dass ich niese, ne? Aber wirklich. Richtig Angst. Ich hoffe, ich niese nicht. Habe ich schon gesagt. So, ich schmeiß hier richtig voll. Bei Kaffee klebt das alles so. Das ist richtig doof. Da habe ich immer so. Nye. So, Buzz Lightyear. Ich war mit Sohn und Frau drin. Giacomo, der kennt alle Toy Story-Filme, auch als Hörspiel schon gehört und bla bla. Und jetzt Buzz Lightyear, da haben wir den Trailer gesehen, als war in. Wo waren wir denn da drin? Ich freue mich auf Superpets, der kommt nächsten Monat, da gehe ich auch nach dem Urlaub. Oh, was war's? Wo waren wir denn da drin? Ist doch scheißegal, komm. Fällt mir jetzt eh nicht ein. So. Und dann kommt es halt dazu. Aufgrund eines Fehlers, mehr oder weniger von Buzz Lightyear, dass sie doch auf diesem Planeten bleiben müssen. Und die haben so einen bestimmten Kristall der Lichtgeschwindigkeit, der es schafft, so viel Energie aufzubringen, dass Lichtgeschwindigkeit überschritten werden kann. Dass halt irgendwo anders hinfliegen, sonst wäre es ja Quatsch. Dann wollen sie versuchen, bauen dann eine neue Station auf und so weiter auf diesen Planeten und will versuchen, mit diesem Lichtgeschwindigkeitskristall, also versuchen einen neuen zu machen und herauszufinden, ob der perfekt ist. Und dabei fliegt er immer um die Sonne rum und dann so eine Sonne rum, die da ist, und zurück. Also ein relativ kurzes Stück, aber in Lichtgeschwindigkeit, fast immer. Und da passiert ihm was und er ist da so cool und er macht das so geil und das ist so spannend. Und es ist halt so, okay, jetzt fucking Tom Cruise, Alter. Der ist dann so. Okay, das ist Top Gun, Mann. Und das ist Mission Possible, weil er so alles drauf hat, so cool macht, so wirkt er auch so ein bisschen, wie so ein Tom Cruise, ey. Und das bockt dann so richtig, gerade auch, weil, ja, diese Top Gun-Szenen fast da mit dem Jet, und dann macht er das, und dann muss er, bleibt dann ganz cool, das geht kaputt, aber nein, er macht das und so, voll Spaß. Gefällt mir voll. Als Junge, als kleiner Junge würde ich da voll abgehen auch und so, und ich bin ja immer noch ein kleiner Junge. Da muss schon irgendwas sein, dass es einem nicht gefällt, aber mochte ich voll.
Jetzt will ich gar nicht so viel erzählen, weil es so ein bisschen zeitreisemäßig auch da abgeht, weil er dadurch Lichtgeschwindigkeit und so und dann wird er älter und alle anderen. Aber irgendwann kriegt er auf jeden Fall ein Team von Sidekicks, auch so Space Ranger. Er ist ja dieser besondere Space Ranger. Und das ist so eine Truppe, die voll witzig sind. Voll witzig. Der hat ein Navigationssystem auch immer in seinem Flieger. Ivan. Also Navi rückwärts, ne? Ivan. Oh, fuck, Mann, schon wieder dran gekommen. Entschuldigung. Und das ist auch witzig mit dem Navi. Genauso kriegt er eine Roboterkatze dazu. Das ist diese gelbe Katze hier auf dem Poster. Voll witzig. Voll witziger Sidekick. Richtig lustig. Richtig lustig. Dann hat er hier, das sind die anderen Sidekicks, die er hat. Lightyear wird von Chris Evans gesprochen. Hier unser Captain America, was natürlich passt so vom Style her, ne? Irgendwie schade aber, dass es da nicht Tim Allen macht, wie in Toy Story, aber es wird wahrscheinlich passen auch so. Ist auch egal. Dann Taika Waititi spricht den hier, die weiß ich jetzt gar nicht. Aber im Deutschen spricht der jetzt auch bei Stranger Things in der neuen Staffel ist. Wie finde ich den jetzt raus? Stranger Things. Oh ja, der ist ja Schauspieler. Der spricht ja nicht, der ist ja Schauspieler. Ist er denn jetzt hier wohl dabei? Mir fällt jetzt nämlich kein anderer Scheiß ein, wo der noch ist. Obwohl ich genau weiß, ihm 3000 Sachen gesehen. Der war doch auf Game of Thrones, der ist das, ja? Tom Vlachala. Vlachala. Tom Vlachia Dimitri. Ist auf jeden Fall. Nee, ist er ja hier. Warte. Er spricht Light hier. Und es ist okay. Das ist okay. Weil er sich sehr zurücknimmt und weil er hier der unfehlbare Held ja irgendwie ist, der aber Fehler macht und die halt rückgängig machen will. Darum geht es halt so ein bisschen, das Thema hier. Dass er alles immer auf sich nimmt. Das ist so jetzt dieses Thema, das alle haben wollen. Das ist ein Pixar-Thema, was so ausgearbeitet werden muss, dass in jedem so einen Klick macht, weil seit Alles steht Kopf muss ja jeder Film so sein. Ne? Und die anderen sind einfach schön. Nein, ist schon klar. Aber irgendwann ist auch so ein Hochpunkt erreicht und entweder wollen wir jetzt, dass Pixar nur noch alle 5 Jahre einen Film macht. Okay, und da wird wahrscheinlich auch sowas entstehen. Und es wird auch so noch immer wahrscheinlich alle 5 bis 10 Jahre ein Meisterwerk entstehen. Oder wollen wir, dass wir viele coole Filme auch haben, unter anderem? Das ist halt die Frage. Weil ich mochte jetzt alle Red. Scheiße, ich weiß nicht, aber die alle mag ich halt. Mochte ich voll gerne und so. Ja. Soul ist mir halt zu deprimierend, diese Themen. Das ist halt so, Pixar ist halt schon hart ans Herz, ey. Hier habe ich auch geheult am Ende und so. Auch mittendrin. Auch bei Lightyear. Gut, ich bin auch echt nah am Wasser gebaut und so bei sowas. Das sind Themen und so, ne? Und ja, dann haben wir halt hier in diesem Film mega viele Anspielungen auf Sci-Fi-Filme. Wie gesagt, da gibt es viele, viele. Könnte ich jetzt alle benennen, was mir so aufgefallen ist. Aber ob es dann auch stimmt, weiß ich nicht. Und so eben Star Wars, Alien, alles, was man so kennt. Auch die neuen. Ach, Passengers! Jetzt ist mir der Film eingefallen, wie der heißt, einfach so von Chris Pratt und Jennifer Lawrence. I'm so sexy! Es ergibt keinen Sinn, wie ich so sage, I'm so sexy. Aber ja, falscher Versprecher. Wunschgedanke halt. Aber nicht so. Lightyear. Empfehle ich voll. Voll Action, es sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Das ist coole Bilder, das könntest du richtig geiler. Wie damals Final Fantasy. Ich weiß, in Erinnerung ist es jetzt so, das realistische Animationsfilm-Ding. Dass man sagt, okay, das ist jetzt ein erwachsener Film ab 18, dann machen wir noch ein bisschen heftiger und so. Alter. Das bockt sich schon richtig. Auch mal die Action-Szenen und so. Ja. Coole Witze, ein paar Sprüche, aber auch nicht zu viel, so Lehrgänge oder sowas, weißt du, dass du sagst so, oh Mann, der war daneben. Traurigkeit, viele Science-Fiction-Themen halt drin und er bleibt trotzdem klein. Weil die nur auf diesem Planeten irgendwie dann doch sind. Und da was passiert. Wenig Menschen gibt. Irgendwann kommt ein Bösewicht, den man kennt aus Toy Story 2 halt, ne? Das wusste ich auch nicht, weil ich da nichts mehr geguckt habe. Ich wusste gar nichts. Ich wusste gar nicht, was da so los ist. Ich wusste überhaupt nichts. Irgendwas vielleicht noch besser, aber ja. Und dann, wenn er diesen Anzug trägt oder so Sachen kommen, die man aus dem Spielzeugfilm, also aus Toy Story, Spielzeugfilm, aus Toy Story kennt, wenn die so alle kommen und so. Auch wo ich dann vergessen habe, ja, das noch und dann kommt das und so. Dann habe ich nicht so gewartet, ja, jetzt kommt bestimmt gleich das, man, irgendwann muss das kommen. Ja, da ist das okay, cool, ja, war klar, dass sie das machen. Sondern ich war eher so, Scheiße, ja, geil und so. Ja. Puh. Hat mir Spaß gemacht. Und im Kino kommt das bestimmt auch mega. Ich habe den jetzt nur in 2D gesehen.
Ey, das hat die kleinen Dinger gemacht. Okay. Also, mochte ich voll. Und da kann ich mir auch Fortsetzung auch wieder vorstellen. Ich mochte ja auch, ja, Monster AG, ich mochte auch Monster Uni voll gerne. Voll. Also, I'm there. Und ja, es erinnert so ein bisschen, kannst du sagen, heldenmäßig. Ja, ich weiß nicht. Ach komm, Leute. Ach komm. Macht mir jetzt kein Theater hier. Hier, Oliver und Adrian gucken. Deswegen habt ihr es euch auch auf der Watchlist getan. So, das war's an Filmen, die ich geguckt habe. Plus waren ja noch die Filme für die eine Folge und die Filme für WQF und also, ne? Ganz locky flocky. Was mache ich denn jetzt? Ich muss mal gerade gucken, was die anderen Banausen hier gemacht haben. Ja, jetzt habe ich Banausen gesagt, da denkt man sofort an Bewegtbild-Banausen. Dabei sagt man das ja auch so, aber dann darf man das nicht mehr sagen. Komisch, ne? Escape at Denimors, das. Von Oliver. Hatte geguckt. Sieht sehr dokumentarisch. What? Der Ben Stiller? Wieso habe ich davon nichts gehört? Habe ich davon was gehört? Ich glaube, ich habe davon nichts gehört. So ein kleiner Film, bin ich so der Tochter. Doch, Paul Dano. Warte mal. Okay, war auch 4 Sterne. Ich liebe ja Ben Stiller. Seine Filme, die er regiert und gedingst hat. Sein erster Film, okay, nee, davor war, glaube ich, nur Reality Bites, ne? Ich mag auch voll gerne Walter Mitty. Boah, voll gerne. Allora. Achso, warte mal. Oliver, was hast du noch geguckt? In Amerika. Da habe ich auch noch nicht gesehen. Scheiße, sieht so richtig schön auch im Film aus, so 90er Jahre, den man gucken muss. Aber es ist 2002, okay, der hat aber schon 90er Jahre Feeling. 3,5 von Guess, 5 von Oliver. In America, I wanna fuck you. Shadow in the Cloud. 4,5 Sterne? Soll ja nicht voll Kacke sein? 2,5, 2,5, 3, 4,5, 2. Der macht bestimmt einfach Spaß, ne? Das ist das mit diesen Robotern, das ist ein Waldding oder was? Nee, das ist der gar nicht. Trailing with Top Secret Documents on a. Was hat die denn alles gemacht jetzt? War das nicht. Wollte nicht Grace Moretz. Wollt ihr nicht Dings machen? Oder war das Fanning, die dann diese lange Pause machen wollte und dann ist es doch so kurz 2,6 nur, ey. Aber der sieht nach Spaß aus. So ein bisschen nach Trashing-Spaß. So sieht der aus. Ist das so, Oliver? Also, was sehr Positives. My life is a zucchini. Ja, soll auch sehr gut sein. Ja, es gibt halt viel Trumbo hast du gesehen, den kenne ich auch. Hast du den 3 Sterne? Ja, kann ich verstehen. 4,5. Ja. Ich bin dazwischen wahrscheinlich. So. Was habt ihr denn noch geguckt? Mailhut, Rear Window. Da habe ich einen Podcast zu gehabt mit Ralf. Und da mussten wir die Tonspur von Skype nehmen, die ja mega beschissen ist. Davon mal ab, war das sogar einer der ersten Podcasts und ja, war ein bisschen dumm alles. Aber trotzdem hörbar bestimmt. Zombie. Oder Zombie Psycho Storm? Storm? Achso, das ist eine Abkürzung. D-d-d-d-d-d. Okay, du hast wieder wildes Zeug geguckt hier. What is this? Alter Schwede. Du bist echt crazy. Gutterballs. Death carries a king. Oh. Maurizio Predo. Muss auch noch sehen. Hat sie noch? Kitty Photograph Living Room, Accident Witness and Murder, Junge. Eine Giallo, Passe di danza, una lama di Rayassi. Tappatappatappatu. Falls du das siehst, Jens Wortmann, kannst du das auch auf deiner Watchlist, falls du noch nicht gesehen hast. Being David Hasselhoff, ja genau, das habe ich gesehen. Crimes of the Future. Ja, einen halben Stern, ja, sehr gut. Ah ja, da waren wir schon, okay. There's something about Mary. Dann Hakan. Ist ja auch Quatsch, jetzt bei Hakan zu gucken, ne? Aber Freak Friday. Pleasure 3, 3,5, 3,5. Ach, KGF. Das ist das, was wir besprechen. Steffen. Was ist mit All Activity? Ach, All Activity ist wieder. Was ist mit Zahl? Was hast du geguckt? Lone Wolf Club. Cup Club, genau.
4 Sterne. Ja, du hast das Comic dazu vorher nochmal gelesen, ne? Das Manga. Und dann haben wir ja den Dingsfilm geguckt, beim Banausen besprochen. Dieser Recutter. Mischcut. Warte mal, was ist das? Beyond the Infinity 2 Minutes. Oh, 4 Sterne, 4,5 Sterne. Hat sie geliked. Ach so, ach, das habe ich gesehen. Nicht. Das war ein Festivalfilm, ne? Fantasy Film Festival Film, da war ich nicht drauf. Das soll mega sein, ne? Auch. Ach, die vergesse ich auch, die Filme. Ich glaube, da muss ich auch ein Watchlist setzen. Vergesse ich das wieder. Ach ja, du hast Shazam gesehen, du hast den super schlecht. Ja, was heißt super schlecht? Ist ja okay für dich, ne? Okay, habe ich wohl falsch gelegen. Du magst ihn nicht. Obwohl ihn echt viele mögen. Aber ich mag den auch, wie gesagt. Was gefällt dir denn daran nicht? Er hat ja eine ganz einfache Struktur, der ist super einfach, damit hast du kein Problem. Das mit den Kindern ist voll schön und so. Gerade auch das Ende finde ich dann schön, wenn die auch alle dann so powern und sowas. Vielleicht, weil die das mochte, sie die Kinder nicht. Kann sein, Hauptstelle und so. Egal. Also nicht egal. Tut mir leid, dann. Was du denn sehen musstest, weil ich das gesagt habe. Musstest du ja nicht, aber. Cool. Warte mal, Basti immer noch? Basti, Basti, wo bist du? Da. Ach so, ja, du, man hast eine französische Serie fortgeführt. 5 Sterne, liebst du. Ich weiß noch ganz genau, wie der Videothekenhandy mir empfohlen hat. Du musst Dobermann gucken, Alter. Ey, guckst du Dobermann? Dann weißt du, was Film ist. Dann weißt du richtig, was Film ist, ja? Alter. The Collection, fandst du nicht gut? 2,5? Das war der Typ, der diese ganzen. Ist er das? Nee, das ist das gar nicht, oder? Aber ich hab den gesehen, doch, dann ist er das. Der doch die ganzen Seile da spannt und so, oder nicht? In der Wohnung und so. Der erinnert so ein bisschen an so, als wäre das so ein Saw, so der erste, auch so vom Look und von dem Drehen. Ich fand den gar nicht so schlecht. Da gibt es ja dann nochmal 10 Teile, glaube ich, von, ne? Warte mal, das sieht man immer hier unten, oder? Oder auch nicht. Guck, die sind ja auch als Beispiel. Das ist ja doch, oder nicht? Auf jeden Fall 4 Sterne von Dominik. Hat dir nicht gefallen? Jetzt muss man gerade gucken, ob der das ist. Das hieß noch einmal Collection und mehr. Warte mal, The Collection habe ich geschrieben, ne? Da ist doch The Collector oder was? Ne, The Collection. Im Deutschen ist. Ah, da ist es auch. Im Deutschen ist oder so. Doch, das ist der. Mit ihm, genau. Joe Stewart. Jetzt muss ich nochmal gucken, tut mir leid. The Collector 2. Ach so! The Collection, The Collector 2. Und da heißt er The Collector. Ah, ach da. Oh, Dominik Strahl, du bist wieder da. So. Juhu, nein, jetzt. Ja, 2. Juhu, nein, jetzt aber da aber. Dann, so, jetzt startet gleich Besprechung. Vielleicht. Ah, nee, das habe ich ja schon gesehen, Mann. Guck, da ist Teil 1. Ja, das habe ich jetzt auch gecheckt, ey. Jetzt habe ich es zu spät, hätte ich mal früher, hätte ich gar nicht suchen müssen. Genau, Collector fand ich gut. Habe ich die Collection? Oder habe ich den jetzt vertan da einfach? Oder habe ich den zweiten auch gesehen? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Jetzt gucke ich mal einfach The Collector. Wenn ich den nicht angedingst habe, habe ich mich nur vertan mit den Namen. Aber ich habe beide gelockt. Habe ich den zweiten auch gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Beide, ja, ich fände den ersten auch sehr gut. Warte mal, wie findet denn Basti für den ersten 2 und den zweiten 2,5? Sada. Gestern finde ich auch nicht gut. Da hätte ich jetzt gedacht, das finde ich sehr cool, weil das ja auch so brutal ist und so. Und so rough ist der Film, so von der Machart. Der ist halt so richtig, ja, der erinnert halt so voll an Saw. Haben die da irgendwie was mit zu tun gehabt? Weiß ich nicht. Aber du findest beide sehr gut, ja. Da wollten sie, glaube ich, im dritten Teil, weil ich habe doch einmal. Nee, ich glaube, nein. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den ersten oder den zweiten auch oder beide, was auch immer. Habe ich hier besprochen, sogar im Mal gucken einmal, als ich den gesehen habe. Habe ich den hier mal gucken und da hatte ich so ein bisschen recherchiert und alles schon drüber erzählt, was ich natürlich wieder vergessen habe. Dass der nämlich auch im dritten Teil eigentlich da ein Anschlag war und dann doch nicht und jetzt vielleicht doch wieder. Und irgendwas war komisch da. Und der zweite war, fand ich glaube ich auch nicht so gut. Irgendwas war, ach ist auch egal jetzt. Muss ich nochmal reingucken. Dann checke ich das bestimmt. Auf die Schnelle. Ja, Dominik, ich bin eben deine Filme durchgegangen. Ich weiß nicht, ob du das gecheckt hast. Was war da nochmal? Habe ich jetzt selber vergessen wieder?
Trailer. Und hast du die Gehaltserhöhung gekriegt, Dominik? Ja, jetzt kommt die erste Serie mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Ach so, okay, so war das. Ja, das habe ich, glaube ich, alles gesagt damals sogar. Oh mein Gott, ich habe sie doch vergessen, ist ja klar. Ja, bin ich jetzt gespannt. Den Trailer gucke ich jetzt. Weil Sylvester Stallone mag ich ja und der macht jetzt eine Mafia-Serie. Der kommt irgendwie nach 20 Jahren oder so aus dem Knast. Kommt zurück und nichts mehr mit Mafia. Freunde alle nichts mehr da und dann baut, will er sich selber wieder was aufbauen. Bin ja gespannt, wie der Trailer ist. Chromebook. Ich finde es ja eigentlich noch gut, dass gerade so Leute wie DiCaprio und Tom Cruise, dass sie eben nicht Serien machen eigentlich. Aber ich meine, auch Sylvester Stallone ist ja so lange dabei und hat schon so viel gemacht und da kann er jetzt, glaube ich, auch mal eine Serie machen und eine Mafia-Boss. Jetzt so, das sind ja die von Sopranos mit dabei, so, ne? Wollen wir mal gucken. Chromebook. Wer möchte ein Chromebook haben? Ich nicht. Chromebook. Außer der Schenkel. When I was 17, I wanted to be a gangster. I married this life, and now, after keeping my mouth shut, I'm gonna see if it married me back. Tulsa, I want you to go there. This a joke? And you in town? Is it that obvious? Okay, ist jetzt nicht, wer weiß was, der Trailer ist ja natürlich kurz, es kommt jetzt, soll ja Ende des Jahres, November, wie es da geschrieben ist. Aber kann ich mir voll gut vorstellen, ihn als Gangsterboss so in der Serie. Hauptsache, das wird nicht zu actionlastig und hat auch so viel Inhalt und von den Figurenzeichnungen her was Geiles. So ein bisschen eben Soprano-mäßig so irgendwie. Weil wenn das jetzt dann nur. Ach, mal gucken. Mal gucken. Was ist das? Das sieht so nach so Horror-Dings aus. The Wolf. Da haben mich die Titten reingelegt jetzt. Ich dachte, das wäre so ein Horror-Ding einfach. There is one major airport in Khalsa. Your task is to take over the airport and hold on to it until the paratroopers get there. Be safe, Andre. Here we go. Ach, das ist der Film, ist das nicht später? Don Bonanotta, also schon wieder. 17, I wanted... Weg, 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 weg. Ach so. Unplugging. Das hört sich in einem Horrorfilm an. Weil wenn der Strom weg ist, Alter, was ist dann los? Morning. Oh no, I lost my phone. Here we go. Ringing! Can you help me, please? It's waterproof. Nee, das will ich auch jetzt nicht. Komm. Oder ist das doch ein Horror? Nee, das ist Komödie, oder? Ach, hab ich jetzt keine Lust drauf. Girl in the Picture. Was ist das denn? Twin Peaks, Dings oder was? Blackbird? Nein. Was ist denn hier los, Mann? Ah, jetzt kommt ja Black Phone raus, ne? Ist der schon rausgekommen? Ne, der kommt jetzt die Woche raus. 23.06. Ja, jetzt die Woche. Soll ich reingehen? Ethan Hawke als böse, böse. Terror on the Prairie. Hm, Gina Salon, das war die von Steven Soderbergh, die ich eben gesucht habe. Dessen Filmname eben noch nicht einfällt, wo sie so tscha tscha. Ne, weißt du, wo Gina Salon? Ja, natürlich war die das. Endlich mal eine Frau im Wilden Westen, die alle platt macht. Sonst gab es sie nicht im Wilden Westen. Gina Carano oder Serrano hat jetzt immer nur im einmal im Schnee alle fertig gemacht. Mal gucken jetzt erstmal. Hello, I am. I have no doubt that God will forgive you. But I hate God. Are we gonna make it out here? I know it's been hard,
This is our dream, Hattie. Build a home on land we can call our own. Just gotta have a little grit. I'm heading to town grabbing supplies. Look after your mom, God, won't you? Mighty fine morning to you, ma'am. And to you. Is your husband at home? Get behind the stove with your sister. They came looking for your pa. That's why they're out there taking their time. Just take where you want and go! But what we want is you! Your father's walking into a trap. It's our turn to protect him. She is a sensible woman. Mrs. McAllister ain't cut out for this. Deep down, you're the toughest woman in this territory. Those killers outside are gonna feel God's wrath. Kill them all! Der Trailer ist nicht mehr gut. Und sie sieht so Dings aus. Das passt einfach nicht da in diese. Das passt einfach nicht dahin. Sie wirkt wie so ein Fremdkörper in dem Film. Alles geht eigentlich so vom Look her, wenn alles so wäre. Aber sie sieht auch, hier ist auch übertrieben geschminkt und alles, Mann. Was ist da los? Das sieht so komisch aus. Das sieht nicht aus. Obwohl sie auch weniger geschminkt ist als so. Irgendwie sieht das komisch aus. Das passt nicht rein, so sie als Typ. Sie ist auch viel zu kräftig für im Wilden Western. Da sind, die hat nicht so viel zu fressen und die bestimmt auch nicht. So, Prize Fighter. First Trailer, Prize Fighter, der ist neu vor 2 Tagen. Haben wir wieder was Neues, komm. Oi, Belcher! He thinks he can fight like his granddad. Go on, get you going! The only way to protect yourself is to fight. Oh, mit dem Hut, Alter. You ain't got it in him to do what you did. Give him time. If she's going to be a prize fighter, it's indisputable. Ladies and gentlemen, one Jim Belcher! You make a stronger, more experienced fighter just using your noggin. I'll put you at the top. Ach, scheiße, das ist auch ein Schatz. Westworld 4, ich habe immer noch kein Westworld geguckt. True Lies, Reboot, was? Vor 3 Wochen, ach, habe ich jetzt auch keine... No, Benji. Was ist das denn? Antonio Banderas, das mag ich ja voll gerne. Ach komm, so schön. Wenn das so ein cooler. Bereit für mehr? Oldschool. Actionfilm einfach ist, ne? Der. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen mit Liebe gemacht ist. Und dann ist okay, aber. Ist ja mal nicht. Ich meine, Codename Benji, ne? Ist auch schon richtig scheiß. Generischer Name irgendwie. Hätten Käse. Great to see you too. How did you find me? There she is. Banshee, hand over your boy Caleb. Anthony Green is gunning for you. I haven't seen you in years. I am not gonna let him get away. Looks like I trained you well. So you're gonna fight Anthony? No. We are going to fight him. Don't you want to stop hiding? Who's the girl with the black hair? She's my daughter. Your what? Are you a hostage? No, no. Just stop pointing your gun at our guys, right? Do you have a plan? I'm working on one. Will this help? Little pigs! Little pigs! Come back to play! Honestly, I have seen worse. Let's do this old school. Bring it.
probably not. Bestimmt ganz okay. Macht so Spaß. Aber es ist nicht Luke Besson oder was? Naja, ist okay. Durch den Trailer-Spoof. Okay, das muss ich jetzt gucken. Das setzt sich witzig an. Das sieht witzig aus. I wanted to show them something that wasn't an illusion. Yeehaw! Ride 'em, Dino Boy! But these days it's cheaper to do it all in CGI. Man, it is so great to be free and single and not tied down. Poor thing. You must be freezing. That's better, isn't it? Listen here, you tree-chopping jerks. These gentle creatures are just like me, and I want them treated with dignity and respect. Shoot her! Shoot her! Strange. That dinosaur is not even carnivorous. Hurry up with that firewood, Macy! I'm freezing my ass off in here without my scarf! Blue had a baby. That's impossible. She never told me she was pregnant. Well, I'm not paying for it! What? Well, how do we even know it's my... I mean, dinosaurs are expensive. You look just like your mother. Well, I think she looks more like... I've never known true love until this moment. We can't keep her here forever. No, I don't want her here forever. But at least until she's 21. That way she'll focus on her studies and not on those unspayed, undressed... Okay, aber ist witzig. Ist lustig. Kann man machen. What the fuck is this, Alter? Schwede. 3 Wochen, vor 2 Wochen, okay. Warte, jetzt guck ich noch hier, da sehe ich das immer schneller. Prizefighter haben wir gesehen. Alive My Dad? Ach, da blond. Ach doch, ist doch blond. Okay, Teaser. Sieht man das ja da kurz? Weil der hat schon echt. Hier. 4:3 wird er gedreht. Please come. Don't abandon me. Schön vor, oder was? Men grow cold as girls grow old. And we all lose our charms in the end. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. She's coming. She's almost here. Diamonds. Das sind alles Fotos. Das gibt's ja. Sie haben jetzt die Fotos von diesem Fotografen. Wie hieß der nochmal? Okay, das war eine gute Szene. Irgendwie. Oder war es zu billig? Ach, das war gut. Was war hier gerade? I Love My Dad. Mit Patton Oswalt hier, unserem King of Queens, Adam Sandler Film jetzt überall und so auch. Obwohl mehr so bei eher... Did you delete your profile? Kind of the main way I was staying in touch with you. Do you want a video chat? What kind of camera shot? What if you're some old guy or something? I'm doing this to help him. He thinks he's in a relationship. Yeah, we talk about life and stuff. It's not like I'm trying to see his dick. Oh, come on, man. I don't want to hear nothing about your boy's dick. That's your son's dick you're talking about. I said I'm not trying to. Okay, das ist richtig witzig. Wenn die das richtig hinkriegen und so auf eine ganze Filmlänge. Ist das immer ein Film oder ist das wieder eine Serie oder irgendwas? Inspired Modern True Life Experience, I Love My Dad, Follow Chuck, Strange, I was a proud of crying, okay. Why not? Why not here? Hot seat. Okay, Leute. Spencinator, genau, der Spencinator. In seinen 3000 Allergien, ne? Oh, ist so witzig. Das ist echt, also King of Queens ist so eine, kann ich auch immer so, Wohlfühlserie. Aber jetzt auch schon lange nicht mehr geguckt. So nebenbei laufen lassen. Will das auch nicht immer so zu oft sehen, sonst mach's mir kaputt. Aber das ist immer so ein Hauptfilm, würde ich schon sagen. Hauptdarsteller spielt im Film, cool.
Er hat ja immer so doofes, wo war das erste Mal, wo ich so einen Film sah? Das war, glaube ich, Blade 3, Blade Trinity. Oder sie so freust, den zu sehen. So, ah, cool, ja, okay, Queens, weil es noch die Zeit da war. Ja. Yes, gestern lief Paul Blatt. 1 und 2. So. Kam nix, kommt nix, ist nix. Sie. Sonst hast du irgendwas, Dominik? Ich glaube nicht, oder? Was du sagen könntest. Ah, hatte die 70er. Das Leben die 70er, habe ich alle nicht gesehen. Witzig, ne? One away, one away. I want this party. Damn, damn, damn. Ja, ich hab alles gemacht. Cool. Oh, was guckst du heute noch, Dominik? Oder wieder nichts geguckt? Oder spontan entschieden? Oh. So habe ich hier meine Schwester mitgebracht. Ich habe so Figuren. Bruce Lee. Peace. Beziehungsweise Victory zeigt. Komm, zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. LL Cool J, weiß ich auch nicht, Filmtext, wie immer. Geht das nicht so nah oder checkt er das nicht? Das muss doch super nah gehen. Wieso macht er das nicht? Eben wollte das doch. Oder wenn ich das so mache? Nee, ich kann mich nicht so gut bewegen. Aber komplett restartet quasi. Und mal so lange, bis es klappt. Eben hat es so geklappt. Ist auch egal. Ist der Fuß abgegangen. Der Fuß ist abgegangen. Ich gehe auch gleich ab. Allora. Nee, habe ich noch nicht. Auch wie immer so irgendwie so im Fernsehen mal so ein bisschen gesehen und so vor 20 Jahren. Das war's. Meinst du, der ist gut? Also ich weiß, dass er gut ist, aber... aber genauso Sorcerer will ich unbedingt... Oh, guck, ich habe sogar auf Watchlist gesetzt. Genauso will ich unbedingt Sorcerer sehen. William Friedkin. Super. Okay. Ja, dann, Leute, vergesst nicht, viel Spaß zu haben. Ciao, Dominik. Danke fürs Schreiben und Zusehen. Man sieht sich. Wenn nicht... Wie wäre das nochmal der Spruch? Oh, wenn nicht woanders in dieser Welt, dann in Bielefeld? Boah, ich weiß selber nicht, ein Bielefeld-Spruch. Oh mein Gott, ist das schlecht. Damit beende ich das hier lieber schnell.